Nein, vielmehr zieht ihr das diesseitige Leben vor, während das Jenseits besser und beständiger ist. Ich frage dich, mein Bruder, meine Schwester, was bedeutet für dich das Leben? Während du jetzt anfängst, darüber nachzudenken, wirst du vielleicht nur auf ein bis zwei Punkte kommen. Doch wer gibt uns eine universelle Antwort auf diese Frage des Lebens? Niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beschreibt es im Koran in einem Satz. Wisset, dass das diesseitige Leben nur Spiel und Zerstreuung ist. Schmuck und gegenseitige Prahlerei und Wettstreit nach noch mehr Besitz und Kindern. Allah subhanahu wa ta'ala teilt das Leben des Menschen in drei Phasen auf. Die erste Phase ist Spiel und Zerstreuung. Wenn wir ein Kleinkind in den ersten Jahren beobachten, erkennen wir, dass es nur spielen will. Alles andere ist uninteressant. Ungefähr zwischen 4 und 12 möchte es nicht mehr unsinnige Spiele spielen, sondern sucht nach Unterhaltung. Sie möchten ihre bestimmten Cartoons auf YouTube schauen oder PlayStation spielen. In diesem Lebensabschnitt, wie es Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, geht es nur um Spiel und Zerstreuung, Unterhaltung und Zeitvertreib. Weiter sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Schmuck und gegenseitige Prahlerei. Hier beschreibt Allah die zweite Phase des Menschen. Wenn wir in der Pubertät sind, ändert sich unsere Sichtweise. In der Pubertät geht es darum, schön auszusehen, saubere und schöne Kleidung zu tragen, regelmäßig zum Friseur zu gehen. Man kauft sich Cremes, achtet auf sein Äußeres und entfernt seine Gesichtsunreinheiten. Man möchte prahlen mit den Sachen, die man hat. Wenn neue Sneaker rauskommen, kauft man sie sich. Damit dich jeder bewundert, brauchst du immer das neueste Smartphone. Selbst wenn du studierst, willst du es jedem erzählen, dass du gerade dabei bist, deinen Abschluss zu machen. Prahlerei und Aussehen ist in diesem Alter vielleicht das Wichtigste. Und dann erwähnt Allah die letzte und dritte Phase des Lebens. Und Wettstreit nach noch mehr Besitz und Kindern. Wettstreit nach Besitz und Kindern spielt im Erwachsenenalter eine wichtige Rolle. Ganz nach der Devise, meine Familie, mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Diese Devise bringt es auf den Punkt, womit sich der Mensch in dem Alter beschäftigt. Man begnügt sich nicht mehr mit einer Mietwohnung, sondern man möchte ein Haus mit Garten und Garage. Vor der Familie prahlt man mit seinen Kindern. Das ist mein Sohn und er studiert Medizin. Das ist meine Tochter, sie macht gerade ihr Abi. Sie ist die Klassenbeste und wenn nicht sogar die Jahrgangsbeste. Das ist das Leben des Menschen. Spiel und Spaß, Prahlerei und das Wetteifern beim Hab und Gut. Und am Ende gibt uns Allah subhanahu wa ta'ala eine Botschaft mit. Diese Botschaft sollte uns in jeder Lebensphase begleiten. Und das diesseitige Leben ist nur trügerischer Genuss. Dieses Leben ist vergänglich. Das wahre Leben fängt nach dem Tod an. Also warum klammern wir uns an etwas Trügerischem fest, obwohl Allah uns das durch einen einzigen Vers auf den Punkt bringt? Der Mensch ohne Bewusstsein macht sich keine Gedanken. Doch der Muslim, der den edlen Koran als Lebensquelle nimmt, sollte genau diese Phase erkennen und seinen Fokus auf das Wohlgefallen Allahs richten, um das ewige Leben zu erlangen in Al-Jannah. Wisset, dass das diesseitige Leben nur Spiel und Zerstreuung ist. Schmuck und gegenseitige Prahlerei und Wettstreit nach noch mehr Besitz und Kindern.